Ja, Samstagmittag, 12 Uhr, herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2Go. Heute heißt es wieder Westerwaldsteig. Etappe 9 und 10 steht auf dem Programm, diesmal mit alten Bekannten. Heute haben wir dabei den Jens. Ja, Mann, vom Kanal der Jens unterwegs. Dann geht's weiter mit dem Alex, auch ein alter Bekannter. Servus. Und zu guter Letzt der Marc. Ja, Heiko ist heute leider nicht dabei und Bernd war angemeldet, der leider auch nicht. Aber rockt mal das Ganze zu viert. Also wenn ihr Bock drauf habt, folgt mir und let's go. So, gestartet sind wir hier in Hachenburg am Parkhotel. Ziel ist morgen das Marienkloster in Seelbach. Das sind, glaube ich, 33, 34 Kilometer, die auf dem Programm stehen. Mit Overnighter am Wilhelmsteg. Das klingt nach Abenteuer. Ich bin gespannt. Guckt euch das an, für Allergiker absolut nicht geeigneter Weg. Wir machen hier eine Festpause. So, die ersten paar Kilometer haben wir hinter uns. Die erste Pause ist auch gemacht. Bis jetzt läuft es soweit ganz gut. Wetter spielt auch mit, ist richtig warm, wir haben schon richtig Temperatur. Wenn es so weitergeht, sind wir sehr zufrieden. Hier am Wegesrand sind immer so Baumstämme. Wir haben hier irgendwie so Zeichnungen drauf, auch sehr interessant, haben wir schon einige von gesehen. Finde ich auch mal toll sowas. Und im Hintergrund noch so ein Bachlauf. Also hier kann man es echt aushalten. So, hier befinden wir uns auf der Zielgeraden zum Kloster Marienstadt. Nebenan sogar ein leckeres, einladendes Brauhaus. Aber ihr wisst ja, kein Bier vor vier. Noch ist es nicht so weit. Zeitsprung. Zeitsprung, ja. Ja, wir haben heute das außerordentliche Glück, zwei Wanderführer hier in der Gruppe zu haben. Aber komischerweise sind wir trotzdem nicht auf dem Trail. Hey Leute, was ist da los? Warte mal, ich muss noch mal die Brille hochschieben, Moment. Ja. Aber hier gibt es so ein kleines nettes Wegchen, das werden wir jetzt mal runtergehen und schon sind wir, denke ich, wieder an der Spur. Ich denke schon. Freiwillige vor. Wir müssen erstmal die Stabilität der Brücke testen. Geh mal vor. Stabilität der Brücke testen. Ja. So, da sind wir hier auf so einem kleinen Spielplatz angekommen. Vorne gibt es so eine kleine Hütte. Da machen wir noch mal kurz Pause. Marc, der chillt einmal hier. Einmal chillen. Einmal chillen. We'll be right back.
guckt euch das an hier. Oh. Muss man sich sogar schon festhalten. Damit man keinen Abflug macht. Ja, und wie es sich für einen tollen Wanderweg gehört, gibt es auch hier wieder so einen tollen Point of Interest, quasi ein Aussichtspunkt. Also für meinen Geschmack zu hoch, zu wenig Platz, zu nah am Abgrund. Guck mal da. Aber schön ist trotzdem. Ein YouTuber. Ja. Oh, noch einer. Wollt ihr mal tauschen? So, damit haben wir es kurz nach vier. Ist doch ganz schön warm. Ich habe schon 1,5 Liter Wasser weg. Zweite Flasche habe ich bereits angeschlossen. Ich hoffe gleich auf unserem Unterkunftsplatz, da können wir das Wasser nachfüllen. Hier sind wir vor einem historischen Schieferbergwerk. Wenn ich das richtig verstanden habe, will der Alex da mal runterkraxeln. Ist er schon unterwegs? Der ist schon weg. Der ist schon weg. Da geht's runter. Hier geht's runter. Naja, also so wirklich tief ist es nicht. Aber erfrischend. Kühler unten, oder? Ja. Schaut euch das mal an hier. Das geht auf die Knie hier. Alter Schwede. Meine Herren. Der Weg hat es hier echt in sich. Scheiße. So, dann haben wir es 20 nach 5, 18 Kilometer gelaufen. Hier sind wir am Wilhelmssteg, unser Tagesziel für heute. Hier werden wir bleiben. Hier dürfen wir unser Zelt aufschlagen und legal zelten. Schaut es euch mal an. Das wird ein Spaß. Der Jens war so freundlich, hat für uns alle eine Erbsensuppe bestellt. Und das ist das Brot als Vorspeise. Was haben wir denn da? Eine leckere Erbsensuppe. Und noch eine zweite. Und eine dritte und vierte. Ist ja der Hammer. Und Rimmelfleischwurst hier. So, hier unten die Wiese ist uns. Das heißt, hier dürfen wir irgendwo unser Zelt aufschlagen. Und dann dürfen wir hier offiziell nächtigen. So, Zelt steht, im Grunde nichts Neues, das One Tigre Shelter. Mein Krombacher gebrandeter Deuter Schlafsack, mein Kopfkissen, die Jökel Isomatte. Bisschen Chaos, aber so muss das sein. Ja, noch ist es recht warm. Ich habe noch 2 Dosen Bier dabei, die will ich jetzt hier einmal ins Wasser legen, damit die ein bisschen kühl sind. Weil bei der Hitze, das kann man ja absolut nicht vertragen. Hier geht's steil runter. Abenteuer, Leute. Da brauche ich jetzt beide Hände. Guckt euch an, der Jens trinkt böses Felddienst und den 5.0. Da ist die Frage, was da besser ist. So, wie sieht es bei den Jungs aus hier? Katastrophal. Ja, Alex sagt katastrophal, der hat hier so einen, ja, einen Tag vorne. Ja. Unter freiem Himmel, am Wasser, mit den Mücken. Viel Spaß, sage ich da nur. Mit den Brennnesseln, das ist viel besser. Mit den Brennnesseln doch besser, ja, siehst du. Ich habe auch Hand dabei. Man kann es immer toppen, wohl. Na Jens, der pustet da gerade hier seine ganze Lunge raus. Jo. Er hat auch sein kleines Ein-Mann-Zelt mit dabei. Fein schaut's aus. Und der Marc. Marc nächtigt den Biwaksack. Wäre mir persönlich zu eng, aber wie gesagt. Ja, jeder muss für sich das Beste rausfinden und ja, ich habe mein One Tigre Shelter, damit bin ich sehr zufrieden. So wird es sein. Mittlerweile haben wir es kurz nach 9. Wir haben gerade einmal geduscht, ganz hervorragend.
Und jetzt gehen wir mal in unseren Naturkühlschrank. Ich mit den Schlappen komme jetzt schlechter runter. Aber der Jens steht schon da parat. Und guck mal, wie kalt unser Pilz ist. Oh. Und? Oh. Schön. Das hört sich doch gut an. Also, wobei, mein Vermieter, der ist ja bei uns als Monteur tätig, der ist selbstständig, der ist jetzt letztes Jahr im Oktober. Ja, somit haben wir es 10 vor 8. Schönen guten Morgen. Ja, wie war die Nacht? Ich würde mal sagen, okay. Ja, viel geschlafen habe ich irgendwie nicht. Eher so rumgedöst. Aber wenn man dann doch mal auf die Uhr schaut, da sind doch einige Stunden vergangen. Also irgendwie ist das doch ein sehr leichter Schlaf. Es war recht frisch. Wir haben heute Morgen 4 Grad. Ich habe also so leicht gefroren. Und da kann ich sagen, Gott sei Dank hatte ich meinen Handwärmer dabei. Der hat mir dann auf gut Deutsch gesagt nochmal den Arsch gerettet. Richtig geiles Produkt. Ich werde es hier oben nochmal verlinken. Schaut es euch an. Ja, das Zelt und Schlafsack, alles ist feucht, alles ist klamm. Also mit Kondensfeuchtigkeit hatten wir sehr zu kämpfen. Und ein weiteres Problem, was ich noch so hatte, auf meiner Isomatte hat sich so ein bisschen die Luft verabschiedet. Die ist hier irgendwie so ziemlich weich, irgendwas ist da nicht mehr so ganz dicht. Und da habe ich dann heute Morgen dann gemerkt, dass ich mit dem Hintern irgendwie am Boden lag. War nicht ganz so schön, aber was will man machen? Da muss auf jeden Fall Ersatz her. So geschissen. Klappt es? Ja. Feine Schappi. Feine Schappi. Oh, und das würde Zelda auch mal essen. So, damit haben wir es 9:15. Wir verlassen jetzt den Wilhelmssteg und machen uns wieder auf den Weg. Ziel ist heute Seelbach Kloster Marienthal. Ja, der Wilhelmssteg war übrigens ganz hervorragend. Lecker Erbsensuppe, lecker Bierchen und der Schlafplatz war auch ausgezeichnet. Ja, der Weg gefällt mir heute Morgen sehr, sehr gut. Wir hatten schöne Single Trails direkt entlang des Wassers. Da gab es auch mehrere Stellen, wo man direkt ans Wasser ran konnte. Da, wo der alte Hund gerade zum Beispiel war, das war auch so eine Stelle. Und das nennt man auch das deutsche Eck des Westerwalds. So, hier laufen wir auch wieder so einen schönen, kleinen, netten Single-Trail entlang. Hier ist allerdings etwas Trittsicherheit gefragt, weil hier geht es nämlich steil bergunter, unten ist die Nister. Und da wollen wir natürlich keinen Abflug machen. Hier ist auch schön so ein Geländer, kann man sich festhalten, zusätzlich sichern, wenn man möchte. Also Augen auf und Vorsicht! So, dann haben wir es 9:45, zweites Frühstück, kleine Pause. So, bei mir gibt es so einen lecker Thunfischsalat.
Das Geilste daran ist immer, wenn man die Umverpackung löst, dann weiß man nie, was das für eine Sorte ist. Und das ist immer eine richtige Überraschung, wenn man die Dinger aufmacht und denkt, wow. So, wollen wir doch mal gucken. Hier sind viele Paprika drin und viele Bohnen. Das könnte Texas Art sein, würde ich sagen, oder? Jawohl. Möglich. Auf jeden Fall richtig geil. Ich Glückspilz. Also guten Appetit. Wir sind gestern ja so einen steilen Bergwerk runtergegangen. So Treppenstufen waren, die extrem anstrengend waren. Da haben wir uns noch gefragt, was ist anstrengender? Diese Treppen runterzugehen oder hoch? Hier können wir es ausprobieren. Steil nach oben, Treppe hoch. Kannst du noch? Ja. Langsam, aber ich kann. Oh, das war gerade noch mal eine super anstrengende Passage. Erst diese Treppen da hoch. Das geht so in die Beine. Ich habe Beine wie Pudding. Und dann noch dieser kleine schmale Weg, auch recht steil. Dann ging es da tief runter. Man muss auf jeden Schritt achten. Also da musste man sowas von aufpassen. Anstrengend ohne Ende. Hier ist noch so ein kleiner Bachlauf. Dann geht es irgendwo rein. Ja, ansonsten echt stark der Weg, muss man wirklich sagen. Aber aufpassen und anstrengend. Ich weiß ein bisschen, wie fern ich bin. Ja, Viertel vor eins, ungefähr noch 2,7 Kilometer, bis wir das Kloster Marienthal erreicht haben. Ja, mittlerweile bin ich mal fix und fertig. Es ist ganz schön warm. Der Weg durch die Schlucht enorm anstrengend. Und auch von da an ging es jetzt primär nur steil berghoch. Aber wir haben den höchsten Punkt erreicht. Es geht jetzt nur noch bergab bzw. geradeaus. Wie gesagt, 2,7 Kilometer. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, somit haben wir 20 nach 1 und wir stehen kurz vorm Ziel Kloster Marienthal und somit endet unsere Tour heute. Etappe 9 und 10 des Westerwaldsteigs, einfach tipptopp. Also ich meine, je mehr Etappen man läuft, je besser wird das Ganze. Ich kann die Strecke nur empfehlen. Gestern schöne Single Trails, das Kloster gestern, die Einkehr beim Wilhelmsteg, einfach genial. Und auch heute Topwege, die Durchquerung der Schlucht, auch eine ganz besondere Sache. Man muss allerdings ein bisschen fit sein und wichtig, keine Höhenangst. Ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei den Jungs, dass sie dabei gewesen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Timo. Ciao.